Bereits in seinem Gründungsjahr 1952 ist der AC Vals bei Olympischen Spielen vertreten. Bartel Brötzner erreicht in Helsinki den ausgezeichneten 5. Rang. 1956 soll der Bauernsohn aus Vals sogar die Weltreise nach Melbourne in Australien antreten. Die Angst vor einer Absage der neuerlichen Olympiateilnahme aufgrund der Ungarn-Krise ist unbegründet. Unvergessliche Eindrücke erfahren in der Erreichung des 4. Ranges ihren Höhepunkt. Während Bartel Brötzner sich 1960 in Rom mit einem 7. Rang von den Olympischen Spielen verabschiedet, nimmt hier Franz Berger zum ersten Mal teil. Auch die Olympischen Spiele in Tokio 1964, Mexiko 1968 sowie in München 1972 wird er aktiv erleben. In Mexiko 1968 erreicht Franz Berger den ausgezeichneten 7. Rang. Als Kampfrichter begleitet hat ihn sein Bruder und AC Vals-Gründer Matthias Berger. Für die Spiele in München 1972 kann sich neben Franz Berger auch noch Josef Brötzner qualifizieren. Hans-Peter Brötzner hat die Fahrkarte für Montreal 1976 bereits fix in der Tasche, muss jedoch 2 Wochen vor der Abreise wegen einer Verletzung nach einem Freundschaftskampf die Teilnahme absagen. Bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau vertritt unser Langzeitschülertrainer Bartel Brötzner die AC Vals-Farben. Die Olympischen Spiele in Los Angeles waren für den 19-jährigen Tischlermeister Georg Machl in allen Belangen ein Highlight. Nachdem er den 9. Platz bei den Spielen erringen konnte, durfte er im olympischen Dorf Arnold Schwarzenegger kennenlernen, der die österreichische Nationalmannschaft nach Hollywood einlud. Dort posierte Georg für die Sendung Love Boat mit den beiden Hauptdarstellerinnen und kam so sogar auf die Titelseite der Kronenzeitung. Ihm zur Seite steht Ehrenobmann Reinhard Berger, der als Funktionär auch in Seoul und Barcelona den AC Vals vertreten wird. Bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul wird Alexander Neumüller ausgezeichneter 9. In Seoul mit dabei war auch AC Vals Vereinskamerad Georg Josef Auer sowie als Kampfrichter Eckbert Meyer. Eine besondere Ehre für Georg Neumeier ist die Einladung des Olympischen Komitees ins Jugendlager nach Seoul. Seine internationalen Erfolge krönt Anton Machl 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona mit dem ausgezeichneten 6. Rang. Mit Radovan Balach und Lubos Zikl ist der AC Vals bei den Spielen 2004 in Athen mit 2 Athleten vertreten. Lubos Zikl darf sich über einen ausgezeichneten 8. Rang freuen. Zur Zeit der Spiele in Peking findet ein Generationsumbruch im österreichischen Ringerlager statt. So stellt der AC Vals erst wieder für London 2012 einen Olympiastarter. Amar Hustanovic erringt dort den ausgezeichneten 10. Rang. Mit dabei war auch Florian Machl als Sparringpartner. Und jetzt, meine Damen und Herren, gibt's nach 8-jähriger Pause wieder einen österreichischen Ringer bei Olympischen Spielen zu bewundern. Hier ist er im roten Dress. Er geht vorbei bei den Fans, die hier über ihn sitzen. 40 Mann. An der Zahl, wie gesagt, aus Salzburg angereist, um Amar Hustanovic, den 24-Jährigen, anzufeuern bei seinem Olympiadebüt. Sie werden schon gemerkt haben, meine Damen und Herren, im griechisch-römischen Stil gibt es meistens Punkte, wenn es dann zum Bodenkampf kommt. Und da muss er jetzt vorlegen, Amar Hustanovic. Er muss jetzt versuchen, den Koreaner zu drehen, auf den Rücken zu bringen. Gelingt es ihm? Ah, der Koreaner agiert hier sehr geschickt, versucht mit Schwimmbewegungen sich dem Gegner zu entziehen. Jetzt vielleicht, jawohl, da gibt's 3 Punkte
für Amar Rustanović und damit führt er in dieser ersten Runde. Das ist schon ein Ausrufezeichen. Nach 2012 gelingt Amar Rustanović auch die Qualifikation für Rio 2016. Dort besiegt er den mehrfachen Medaillengewinner bei Welt- und Europameisterschaften aus Finnland, Rami Antero Hietaniemi. Als Viertelfinalist wird Amar am Ende ausgezeichneter Zehnter. Nach Tokio 2021 entsendet der AC Wals zum dritten Mal nach Matthias Berger 1968 in Mexiko und Eckbert Meyer 1988 in Seoul mit Karl-Heinz Rainer einen Kampfrichter. Ein Ringer war leider nicht dabei. 2015 hat das österreichische Olympische Komitee eine stattliche Delegation aus Wals zu den Europaspielen nach Baku entsandt. Eine besondere Ehre und Anerkennung für den AC Wals. 4 Jahre später waren Simon Markel und Christoph Burger in Minsk dabei. 2019 fanden die Olympischen Jugendspiele in Baku statt. Der AC Wals war durch Karina Außerleitner, Matthias Hauthaler und Benedikt Huber vertreten. Benny Huber erkämpfte sich den ausgezeichneten 8. Rang. Nicht nur bei Olympischen Spielen war der AC Wals vertreten. Auch für Welt- und Europameisterschaften konnten sich viele Ringer qualifizieren. Einige von ihnen wurden für ihre Leistung sogar mit einer Medaille belohnt. So Franz Berger. Er ringt in der allgemeinen Klasse die erste Medaille für den AC Wals. Seine Bronzemedaille bei der Europameisterschaft in Ost-Berlin 1970 ist ebenso hoch einzuschätzen wie sein 7. Rang bei den Olympischen Spielen in Mexiko. Den ersten Weltmeistertitel für den AC Wals holt Georg Markel. Er wird 1982 in Colorado Springs Jugendweltmeister. Es war für die gesamte Delegation vor Ort ein erhebendes Gefühl, nach 7-maliger Sowjethymne die österreichische zu hören. Im gleichen Jahr wird Georg Markel in Leipzig Junioren-Vize-Europameister. Bereits ein Jahr davor gewinnt er bei den Jugendweltmeisterschaften in Colorado Springs 2 Bronzemedaillen. Georg Neumeier und Hannes Meindl erreichen 2-mal bei den Jugendweltmeisterschaften in Chicago und Washington jeweils Bronzemedaillen. Darüber hinaus holt sich Georg Neumeier 1986 die Bronzemedaille bei der Junioren-Europameisterschaft in Lidköping in Schweden. Bei der Jugend-Europameisterschaft 1996 in Götzis wird Peter Filipic Dritter. Als erste AC Wals-Dame holt sich Nina Strasser bei der Europameisterschaft 1995 in Warschau eine Bronzemedaille in der allgemeinen Klasse. 2012 erringt Sabrina Seidel bei der Kadetten-Europameisterschaft in Katowice eine Bronzemedaille. Mit einem Freilos in der ersten Runde hat für Amar Rustanović die Europameisterschaft 2014 in Finnland begonnen. Dann eine knappe 0:2-Niederlage gegen den späteren Europameister Can Belenyuk aus der Ukraine. Es folgt ein Sieg in der Hoffnungsrunde gegen Laimutis Adomaitis und schließlich einer der seltenen Höhepunkte für den österreichischen Ringsport, der Kampf um die Bronzemedaille. Der Gegner ist kein geringerer als der vielfache Europameister, Weltmeister, Olympiasieger und Titelverteidiger Alexei Mischin aus Russland. Nachdem die erste Runde punktelos zu Ende gegangen ist, steigt im zweiten Durchgang die Spannung für die österreichische Delegation ins nahezu Unerträgliche. Nach den 6 schönsten Kampfminuten für Österreich seit fast 30 Jahren steht fest, Amar Rustanović gewinnt die Bronzemedaille in Vantaa.
Über 19 Olympiateilnahmen und 14 Medaillen durfte sich der AC Vals bislang freuen. Einer der besten westeuropäischen Ringer hat alleine diese Bilanz auf 23 Medaillen aufgebessert. Markus Ragginger erkämpft 9-mal Edelmetall in 3 Altersklassen. Etwas, was bislang einem europäischen Ringer noch nicht gelungen ist. 2015, Kadetten-Europameisterschaft in Subotica, Rang 3. 2015, Kadetten-Weltmeisterschaft in Sarajevo, 2. Rang. 2016, Kadetten-EM in Stockholm, erneut die Silbermedaille. 2016, Kadetten-WM in Tiflis, wieder Silber. 2018, Junioren-Europameisterschaft in Rom, 2. Rang. 2018, Junioren-Weltmeisterschaft in Trnava, Silbermedaille. 2021, U23-Europameisterschaft in Skopje, Rang 3. 2021, U23-Weltmeisterschaft in Belgrad, Bronzemedaille. Und zuletzt bei der U23-Europameisterschaft 2022 in Plovdiv zum 6. Mal eine Silbermedaille. Dass Markus Ragginger als 22-Jähriger bei der Europameisterschaft 2021 in der allgemeinen Klasse in Warschau Rang 5 erkämpfte, lässt für die Zukunft hoffen. Er will in Paris 2024 als 20. AC Vals Olympionike an den Start gehen. Dorthin begleiten soll ihn Simon Markel. Mit dem 5. Rang bei der U23-Weltmeisterschaft in Belgrad hat er sich bereits in diesem Jahr empfohlen.